Oh nein, oh nein, nicht der Hintern ins Gesicht. Nein, Mrs. Lehrerin, bitte, bitte, nein. Oh Gott, diese Situationen sind so peinlich. Oh nein. Yo, what's poppin', Leute? Herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir alle hatten schon mal Situationen, wo wir uns dachten, okay, komm, wobei, wisst ihr was? Wir dachten uns knallhart. Muss los. Denn jeder von uns hatte schon mal peinliche Situationen. Jeder von uns wurde schon mal in irgendetwas verwickelt, wofür man selber meistens gar nichts kann. Und das wird komplett peinlich. Und genau das gucken wir uns heute an. Denn, Ladies and Gentlemen, wir schauen uns die peinlichsten und nervigsten Situationen an, die jeder von euch schon mal erlebt hat oder jeder von euch kennt. Deswegen schnallt euch an, Alter. Aber Leute, ich habe wie immer einen geheimen Tipp für euch, ja? Ich habe einen geheimen Tipp, wie euch nie wieder was Peinliches passiert und nie wieder Cringe in euren Weg kommt. Und zwar unter mir ist so ein Abonnieren-Button, ja? Manche von euch haben noch nicht kostenlos abonniert. Wenn er noch rot leuchtet, dann drückt jetzt auf kostenlos abonnieren und die gesamte Marki-Gang, ja? Die beschützt euch vor dem Cringe, vor dem peinlichen. Oh, Moment, da kommt ein Cringe angeflogen. Moment, die Marki-Gang... Let's go, Alter. Wir beschützen euch davor. Deswegen kostenlos abonnieren und euch wird nie wieder was Peinliches passieren. Let's go. Oh nein, wir fangen direkt mit dem Schlimmsten an. Och Gott, nein. Och, Mrs. Lehrerin, Miss... Entschuldigung, Mrs. Lehrerin. Sie haben ihren Hintern in meinem Gesicht. Wir alle haben es schon mal erlebt. Wir alle kennen es. Ihr sitzt im Matheunterricht. Nichts Besonderes, ja? Ihr macht eure Aufgaben. 1 plus 1. Ihr seid richtig vertieft. Ihr denkt euch, okay, 1 plus 1 könnte ich jetzt entweder, wenn ich das erste und das zweite addiere, multipliziere, dividiere, subtrahiere. Was 1 plus 1 aber? Moment, was ist das? Es ist ein riesiger Hintern, der auf mich zufliegt. Nein! Denn meine Damen und Herren, irgendwann kommt diese eine Lehrerin oder dieser eine Lehrer und geht zu irgendeinem Nachbar von euch, ja? Und bückt sich auf einmal, streckt den Hintern in euer Gesicht und ihr habt nur einen einzigen Gedanken, ihr habt nur einen Gedanken und zwar, bitte furzen Sie jetzt nicht. Ohne Witz, das ist glaube ich mit einer der unangenehmsten Situationen überhaupt. Vor allem, wenn das eine wunderschöne Lehrerin ist, von mir aus, ich habe da nichts dagegen, wenn das jetzt hier... Huch, aber nö, nicht die 60-jährige Bio-Lehrerin. Och nö, komm schon, Alter. Nö, da will ich nicht mehr. Da will ich nicht mehr mitmachen, okay? Ja. Guckt euch den kleinen Jimmy an. Jimmy denkt sich auch nur so, da habe ich schon Schlechteres gesehen. Aber Jeffrey hier im Gegensatz, Jeffrey ist überhaupt nicht happy. Jeffrey denkt sich auch nur so... Oh Gott, eine weitere Situation. Ich hatte diese Situation erst gestern. Ladies and Gentlemen, wenn ihr in irgendein Burger-Restaurant geht, ja, und ihr geht da hin, bestellt euch einen richtig fetten Burger oder einen Döner oder einen was auch immer und ihr macht die letzten Bissen von diesem wunderschönen, atemberaubenden Stück und auf einmal droppt hinten nur noch die Soße, das Fleisch, alles kommt hinten raus, eure Hände werden schmutzig, ihr habt keinen Teller, es geht komplett bergab. Absolut nervige Situation. Absolut peinliche Situation. Deswegen, wenn ihr auf einem Date seid, ich kann euch nicht empfehlen, irgendeinen Burger oder irgend sowas zu essen, was sehr viel Soße hat. Denn dann sitzt ihr da, alles tropft runter, eure ganzen Hände sind voll, ihr müsst das abschlecken und so weiter. Und euer Date denkt sich auch nur so, Bruder, muss groß. Ja, ohne Witz, Leute, wie gesagt, ich hatte genau diese Situation erst gestern. Deswegen, ohne Witz, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann folgt mir jetzt auf Instagram, Alter. Dann wüsstet ihr das. Dann wüsstet ihr das, Leute. Deswegen, verkauft mich doch nicht. Ey, ich dachte, wir wären beste Freunde. Leute, was los? High five, ich dachte, wir chillen zusammen heute, oder was passiert, Mann? Oh nein, Leute, nächste Situation, die einfach nur der Weltuntergang ist. Okay, ihr geht auf die Toilette, ja? Und ihr seht so, okay, alles klar, es ist irgendwie, irgendwas fühlt sich nicht richtig an, ja? Ihr chillt auf der Toilette, eine halbe Stunde, zwei Stunden, ihr seid da drauf, wollt das Klopapier nehmen und auf einmal hängt an dieser Rolle nur noch ein einziges Blatt Papier. Vordermann, wieso? Wieso machst du das? Du weißt, ich werde kommen. Wieso? Leg doch dir die frische Rolle hin. Du weißt, ich werde kommen. Du weißt doch, ich bin am Start. Wieso machst du das mit mir? Bro, ich will doch hier nur meine Geschäfte erledigen. Leute, stimmt jetzt mal ab. Drückt mal ja, wenn ihr heimlich einfach die neue Rolle benutzt und das eine Papier dran lasst und hofft, dass wer anders das nehmen muss. Und drückt mal nein, wenn ihr wirklich sagt, nö, ich bin sehr, sehr nett, Alter. Ich beseitige das einzelne Papier, werf alles weg und nehme dann erst die frische Rolle. Seid ehrlich, ich nehme nämlich nie das einzelne Papier. Sorry an alle, die nach mir aufs Klo gehen. Es tut mir leid, okay. Aber ich habe keinen Bock auf ein einzelnes Papier. Ich habe da keine Lust drauf. Okay, oh Gott, jetzt kommen wir zu etwas, was ich selber auch oft genug mache. Aber, Ladies and Gentlemen, ganz wichtig, Alter, ich mache das immer mit Glasflaschen, ja? Benutzt so wenig Plastik wie möglich, weil Plastik, ich spreche es schon komplett dumm aus, Plastik ist auch einfach nur komplett dumm. Aber, meine Damen und Herren, eine kleine peinliche Situation, die mir selber auch sehr, sehr oft passiert. Ihr setzt ganz normal zu Hause. Denkt euch,
euch, okay, ich hab Durst. Ihr nehmt so eine Flasche, nippt ein bisschen, bla bla, trinkt die so halb aus, stellt die hin. Und dann denkt ihr euch so irgendwann, okay, gut, ja, komm, keine Ahnung, ich nehme Wasser so. Ihr habt vergessen, dass da eine Flasche steht. Nehmt die nächste Flasche, sippt die so an, stellt die auch wieder hin. Ihr nehmt wieder irgendwo eine Flasche, bringt die mit nach Hause. Und dann habt ihr zwei Flaschen da stehen und ihr denkt euch, okay, was war jetzt die Frische? Was war die, die schon älter ist? Ist die überhaupt von mir? Ist die schon alt? Kann ich die benutzen? Und dann nehmt ihr wieder eine frische. Und das ist ein unendlicher Kreislauf. Und am Schluss habt ihr einfach 15 Flaschen neben euch stehen. Alle haben irgendwie so einen kleinen Süffi drin, also so einen kleinen Schluck. Aber ihr nehmt die alle nicht mehr, braucht die nicht mehr auf, weil ihr euch denkt, die sind eh alle alt. Und dann kommt irgendwann eine Person zu euch nach Hause. Ihr habt vergessen, diese Flaschen aufzuräumen. Es stehen 15 Flaschen mit irgendwelchen kleinen Tröpfchen da drin. Und die Person denkt sich auch nur so, Bruder, ich hab doch noch einen Termin. Okay, jetzt hatten wir einige peinliche Situationen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter zu den nervigen Situationen. Ihr seht jetzt hier schon, yo, da ist ein Brot, okay? Ein schönes Brot, sieht lecker aus, geil, würde ich gerne essen, so ein Sandwich. Aber das Problem ist nur, es gibt immer wieder Leute, die sagen so, yo, ey, kann ich mir ein kleines Stückchen davon nehmen oder so? Und ihr sagt so, okay, ist alles gut hier, schneid dir die Hälfte runter, so, kann ich die Hälfte haben? Ja, nimm dir die Hälfte, schneid es runter. Und was machen die? Die schneiden nur die knusprige Kruste ganz außen weg. Beißen das ganz schnell weg, Alter. Und ihr habt immer noch das ganze Ding. Ich meine, komm, wenn du sagst, du willst die Hälfte, dann schneid dir auch die Hälfte runter. Mach nicht so einen Rotz hier. Wirklich, das geht gar nicht, Bro. Das geht überhaupt nicht. Sehe ich nicht ein. Hasta la vista, unsere Freundschaft. Oh Gott, nein. Als nächstes haben wir etwas, was ich komplett hasse. Ladies und Gentlemen, wir alle haben es schon mal gesehen. In einem Bus oder in einem Stuhl oder an einem Flughafen, ja? Diese Sitze, die auf der einen Seite einen Sitz haben und direkt auf der anderen Seite einen Sitz haben, ja? Und dann wollt ihr euch da hinsetzen. Ein Platz ist frei. Alles ist komplett belegt. Ihr wollt da hingehen, guckt hin und ihr seht nur, wie diese Frau oder dieser Mann die ganzen Haare über euren Stuhl haben. Und ihr denkt euch so, yo, Bro, wieso kannst du deine Haare nicht auf deiner Seite behalten? Ich meine, wie soll ich mich da hinsetzen? Wenn die Person hier sitzt, auf der einen Seite und ich möchte mich hier direkt auf die andere Seite setzen. Wie soll ich mich da hinsetzen? Ich werde an deinen Haaren ziehen. Ich will nicht auf deinen Haaren sitzen. Oh Mann, ich hasse sowas. Ich hasse sowas so sehr. Nervig, unangenehm, peinlich jetzt nicht so. Vielleicht für die andere Person peinlich, aber komplett nervig. Ohne Witz, ich könnte da ausflippen wie nochmal was. Man ist machtlos, diese Person. Juckt es am Ende trotzdem nicht. Wi-Fi. Oh, es gibt also WLAN so. Ihr kennt es doch alle. Ihr geht irgendwo in eine Großstadt, in eine andere Stadt und so und ihr guckt so in irgendwelchen Gebäuden, Restaurants, was auch immer so, haben die WLAN und die haben WLAN. Ihr freut euch wie nochmal was. Ihr wollt euch einloggen und dann kommt's. Die erste Stunde ist gratis. Danach musst du zahlen. Bruder, wieso machst du das mit mir? Ich dachte, ihr wartet auf mich. Ich dachte, das wäre ein schöner Ausflug. Ich kann so nicht leben. Meine Stunde kostenloses WLAN ist abgelaufen. Wie soll ich das überleben? Ich meine, wieso? Wenn sie die erste Stunde gratis machen, wieso um alles in der Welt, machen sie nicht einfach die zweite Stunde gratis? Oder die dritte? Oder gönnen einen Tag umsonst? Ich meine, jeder, der in irgendeiner fremden Stadt ist und da WLAN sneaken will, der will auch wirklich nur einen Tag maximal das haben. Wieso gönnen die nicht einfach? Das ist einfach komplett unangenehm, aber ohne Witz, Leute, Alter. Ich bin langsam wirklich einfach nur sad. Ich bin sad. Ich will doch nur ein bisschen WLAN haben. Ich will kostenlos, wenn ich WLAN hätte und ich WLAN euch ausstrahlen könnte. Ich würde euch allen WLAN geben. Als nächstes haben wir ein Amazon-Paket und ich meine, es sieht ja ganz normal aus. Ne? Eine riesige Box. Alter, da muss ja noch mega viel drin gewesen sein. Nö. Das ist die ganze Bestellung, Leute. Amazon benutzt einfach mal die größten Boxen auf der ganzen Welt für zwei Babyscheren. Wieso? Wieso macht ihr das? Wieso macht ihr das? Wir driften immer mehr ab. Wir driften immer mehr ab ins... Dieses Video soll Marky triggern und dieses Video soll euch triggern. Und jetzt haben wir noch eine Situation als allerletztes. Ladies and Gentlemen, macht euch bereit, ja? Stellt euch vor, ihr seid bei einem Date. Ihr dürft nicht verkacken, ja? Dieses Date ist sehr, sehr wichtig. Geschäftsessen, egal was, ja? Ihr sitzt da dran mit eurem Chef, mit eurer wunderschönen Frau, wollt wirklich glänzen, isst irgendwas und auf einmal fliegt eure Gabel in die Soße. Bruder, was soll ich denn jetzt machen? Wenn ich reinlang mit der Hand, wird meine ganze Hand voller Soße. Wenn ich das irgendwie rausziehe, dann tropft die Soße. Ich muss die Serviette nehmen. Das wird so unangenehm, das ist so peinlich. Och nö, wisst ihr was? Nö. Ich zahle, alles klar, auf meinen Nacken. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will dieses Essen beenden. Leute, das ist auch so ein unangenehmer und peinlicher Moment, Alter. Ich hasse es, wenn die Gabel in die Soße fällt. Es gibt nichts Schlimmeres als das, weil einerseits, wie gesagt, ihr müsst irgendwie diese Soße reinlangen und das ist so ätzend, eure Gabel klebt und sonstiges. Andererseits, die andere Person denkt sich auch nur so, ja moin, Alter, der ist absolut komplett zu blöd zum Essen. Es ist einfach unschön, Leute, nö, ich will nicht mehr, nö, lasst einen Daumen nach oben da, komm, nö, tschüss.
ich bin raus. Wenn es euch gefallen hat, kostenlos abonnieren jetzt nicht vergessen. Wie gesagt, einen Daumen nach oben würde ich mich auch sehr freuen. Dann machen wir vielleicht nochmal einen zweiten Teil da mit mehr peinlichen Sachen, weil die getriggerten Sachen haben wir jetzt wirklich, wirklich, wirklich mehr als genug betrachtet. Und dann würde ich noch sagen, checkt das letzte Video ab. Das letzte Video ist hier. Das ist ein Quiz und zwar direkt Challenge an euch, Leute. Wer ist der Mörder auf diesem Bild, was ihr seht? Wer ist der Mörder? Überlegt, klickt drauf, entscheidet. Wir sehen uns gleich bei diesem Video.